Frau Präsidentin, Damen und Abgeordnete, man muss der Öffentlichkeit ja auch immer wieder vor Augen führen, was die selbsternannten demokratischen Parteien in ihrer Selbstgefälligkeit und beratungsresistent so anrichten. Im Folgenden zitiere ich aus Erhebungen der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, die festgestellt hat, dass die Corona-Maßnahmen zu massiven Einschnitten in der Versorgung psychisch erkrankter Menschen führen. 22% der von der Stiftung Befragten in einer depressiven Phase berichten von ausgefallenen Facharztterminen in den letzten 6 Monaten, also von September 2020 bis Februar 2021. Bei 18% fiel ein Termin beim Psychotherapeuten aus. Die schon vor der Pandemie angespannte Versorgungslage psychisch erkrankter Menschen hat sich weiter verschärft. 22% der Menschen in einer akuten depressiven Krankheitsphase geben an, keinen Behandlungstermin zu bekommen. Im ersten Lockdown waren es 17%. Für Menschen, die sich gerade in einer depressiven Krankheitsphase befinden, hat der zweite Lockdown besonders negative Auswirkungen. Fast alle berichten über fehlende soziale Kontakte, Bewegungsmangel oder verlängerte Bettzeiten. Insgesamt 44% der Befragten mit diagnostizierter Depression geben an, dass sich Corona-bedingt ihre Erkrankung in den letzten 6 Monaten verschlechtert habe. Jeweils 16% der depressiv Erkrankten berichten von einem Rückfall oder einer Verschlechterung der depressiven Symptomatik. 8% hatten Suizidgedanken oder suizidale Impulse. Unter den Befragten mit diagnostizierter oder selbstdiagnostizierter Depression, ungefähr 2000 Personen, berichten sogar 13 Personen im letzten halben Jahr einen Suizidversuch unternommen zu haben. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung würde das allein für diese Gruppe Betroffener ca. 140.000 Suizidversuche innerhalb eines halben Jahres ergeben. Die Maßnahmen gegen Corona führen zu Versorgungsdefiziten und depressionsspezifischen Belastungen, die gravierende gesundheitliche Nachteile für die 5,3 Millionen Menschen mit Depressionen in Deutschland bedeuten. Es ist dringend notwendig, bei der Entscheidung über Maßnahmen gegen Corona den Blick nicht nur auf das Infektionsgeschehen zu verengen. Es müssen auch Leid und Tod systematisch erfasst werden, die durch die Maßnahmen, durch Ihre Maßnahmen verursacht werden. Also, meine Damen und Herren von den sogenannten demokratischen Parteien, kehren Sie um. Gehen Sie in sich, folgen Sie den Vorschlägen der AfD, die ja hier nun schon ausreichend dargelegt wurden. Ansonsten, das muss man dann mal so hart sagen, sind Sie mitverantwortlich für Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Suizidopfer in unserem Land. Danke.